Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Rüstungsinsel DLC. Und ja, seht ihr dieses Dojo? Prägt es euch gut ein, denn im nächsten Part werden wir hinein. Diesmal gehen wir echt dahin und ja, gucken, wie es hier storymäßig weitergeht. Ich habe ein paar Pokémon vorbereitet zum Entwickeln, zum Brüten und all so was, aber das werden wir uns ein anderes Mal vorknüpfen. Und hier ist irgendwie was in der Erde, also dick. Dick? Dick, dick. Dick da. Oh, dick da. Hier steckst du also. Ah, du kleiner Ausreißer. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Dick. Danke, dass du meinen Dick da gefunden hast. Es ist aber ein komisches Dick da. Sein Aussehen unterscheidet sich von anderen Dick da, weil es aus Alola kommt. Je nach Region kann sich das Aussehen vom Pokémon nämlich unterscheiden, weißt du. Das nennt man Regionalform. Während meiner Reise durch Alola hat es mich mit seinen drei goldigen Härchen einfach völlig verzaubert. Deswegen habe ich vor meiner Abreise so viele von ihnen gefangen, wie ich nur konnte. Weil sie sich nur einen kleinen Moment lang unachtsam waren, haben sie sich in der alten Herenwaldsrichtung vergraben. Sind weggelaufen, weil du ihn missbraucht hast. Ich habe so meine Probleme damit, sie zu finden, wenn sie sich unter der Erde verstecken. Aber du schonst dafür eine Spürnase zu haben. Du musst mir einen Gefallen tun und auch nach den anderen Dick da suchen. Ja, warum nicht? Es ist unheimlich nett von dir. Mir fehlen regelrecht die Worte. Du hast bisher einen meiner Dicker gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 150. Wenn du einen von den findest, schickst bitte zu mir zurück. Muss ich die alle fangen oder was? Nee, ne. Fällt aus dem gerade ein. Ich habe ein paar Dino-Raids gemacht zwischendurch. In der Naturzone, nicht hier. Um so ein paar Erfahrungsbonbons zu sammeln. Und ja. Hallöchen. Ich möchte mich ordentlich bei dir bedanken, sobald 50 da wieder bei mir sind. Alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, was ist denn hier alles? Pummeluff, Abra. Wir fangen jetzt erstmal nichts. Wir machen weiter, okay? Wir haben genug gefangen. Wir haben drei Parts lang gefangen. Hm, da sehe ich schon wieder ein Dicker. Und da ist, wie auch immer sie nochmal hieß. DLC Waifu. Oh je, dann ist der neue Schüler also wieder nach Hause gegangen. So sieht's aus. Dabei habe ich extra den Langweg auf mich genommen, um ihn abzuholen. Nach unserem Kampf ist er ganz plötzlich niedergeschlagen davon gelaufen. Ach, wie schade. Ich hatte mich so darauf gefreut, ein neues Mitglied in unserer kleinen Familie aufnehmen zu können. Oh. Hm? Fuck. Wie sollte der neue, der heute unserem Dojo beitreten wollte? Nun, es ist so. Aber ja, genau, das ist der. Das hat er wohl seine Meinung geändert. Welch ein Glück, haha. Ach, weißt du, ich bin ja so froh, dass wir uns jetzt noch so schnell wiedersehen. Ich freue mich auch, sehr, dich kennenzulernen. Wie war gleich dein Name? Ich heiße Daniro. Aber klar doch, Daniro. Wobei, irgendwie sagt mir der Name nichts. Ach, das stimmt schon. Wird schon stimmen, keine Ahnung. Ich heiße jedenfalls Inya und ich bin die Hausherrin des Master Dojos, während mein Mann es leitet. Aber wir sind hier alle wie eine Großfamilie. Du kannst mich daher einfach Enya nennen. Was mache ich der denn jetzt hier? Ich habe ihm doch gesagt, er soll sich vom Dojo fernhalten. Ah. So fliegt doch auf, dass ich geflunkert habe. Dieser liebenswerte Sonderling ist Sephora, wie du mittlerweile schon weißt. Sie hat sich zum Ziel gemacht, Arenaleiterin zu werden und trainiert dafür bei uns. Okay, ich dachte, ihr wäre eine Arenaleiterin von den Klamotten her. Ich hoffe, dass ihr zwei gute Freunde werdet. Aber klar doch. Ach, wie unhöflich von mir. Ich kann auch einen Gast, der sich erschöpft von der langen Reise, nicht so lange draußen stehen lassen. Bitte komm doch ins Dojo, ignoriere einfach den leichten Schweißgeruch. Magst ja nicht mich bei Enya wegen der Sache an den Stadion zu verpfeifen. Sonst kannst du was erleben. Okay. Hi. Oder doch nicht. Ich nehme mein Heil zurück. Okay. Da ist ein Dick da. Ich muss das ansprechen. Ja. Dick da, da. Sieht da kehrt zu seinem Trainer zurück. Da stecken sich noch 17 Dick da im Großgefilde. Ah, okay. Da sehe ich schon das nächste. Ja, ich hatte mal schon vorher gesehen. Hätte ich schon in den letzten Parts gefunden. Dick da.
Nach 16 Diktar. Und da unten habe ich gerade auch noch mal eins gesehen. Das werden gut. So, was da unten? Haspiro habe ich schon. Hey. Diktar, da. Cool, dann fehlen auch noch. Ja, gar keine. Wir kriegen jetzt 2,5 irgendwas, ne? Sie kehrt zu seinem Trainer zurück. Alles klärchen, Pärchen. Dann lass mal irgendwas winken. Weiß mit einer ultimativen Waffe oder so, ne Quatsch. Falsches Spiel, ey. Hallöchen, 4 weitere Diktar sind dank deiner Hilfe zu mir zurückgekehrt. Du hast bisher 5-mal Diktar gefunden, das bedeutet, es fehlen noch 146. Ah, damit wären wir mindestens bei 5 Diktar. Mit anderen Worten, Zeit für eine Belohnung. Ja, mit diesem Pokémon möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Dieses Pokémon habe ich auch in Alola getroffen, so wie mein Diktar. Mauzi erhalten. Oh. Alola Mauzi. Hallo da, Alola. Okay, der gibt mir eiskalt Alola Pokémon dann, oder was? Cool. Muss ich mir noch züchten. Obwohl, wie lief das noch mal mit den Formen hier? Irgendwie war da oder was, ne? Ich weiß ja gar nicht mehr. Konnte man die sich, wie habe ich das noch mal mit dem einen Mauzi gemacht? Ich habe ja einmal normales Mauzi. Ich habe den, glaube ich, mit irgendwas anderen. Ich glaube, wenn ich mit Diktar zusammenpasse, dann kriege ich dann die Regionalform, ne? Aber wenn ich irgendwie ein anderes Pokémon das kompatibel mit dem Mauzi ist, dann dann kriege ich also nicht. Dann kriege ich die normale Form oder was? Weiß ich nicht. Wenn wir schon mal hier sind, da ist eine TM. Ja, da kann ich mich aber ganz schön umschauen, ja. Um die alle zu finden. Ich meine, sind jetzt nicht. Bis jetzt sind die nicht unglaublich schwer ja versteckt gewesen, aber kommt bestimmt noch, ne? Ein Galanus-Zweigchen, ne? Wie ist das? Okay, so lassen wir uns jetzt hier nicht sidetracken, gehen wir jetzt mal rein. Hier ist nichts. Ja, werde ich schon finden. 150. Puff. So Leute, ich bin der Neue. Ja. Einmal herhören, ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Daniro, er wird ab heute gemeinsam mit euch trainieren. Willkommen im Master Dojo. Der M-Master hat hier. All unsere Schüler trainieren stets fleißig und ernsthaft. Sie sind im Herz und Seele dabei. Du siehst nicht, du stehst nicht in meiner Schülerdatenbank, aber du stehst in unserem Dojo. Ach, da sieht man aber selten, dass du einen Neuling begrüßen kommst, mein Schatz. Das ist mein Sohn, Hortensio. Ist ein Systemfehler oder so? Hm, hier, das solltest du mal ausprobieren. Jetzt ein EP-Pen. Oh. Ein Glücksbringer, der Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten lässt. Im Inneren scheint eine Art Maschine zu stecken. Cool. Da steckt von mir entwickelte Technologie drin. Ich spiel also ja nicht damit rum, sonst machst du es nicht nur, nur kaputt. Dings, keine Ahnung, tschüss. Er ist ein geschickter Buster und tüftet allerlei Dinge aus. Ich bin stolz auf ihn. Und der Umwerfer, gut aussehende Herr dort hinten, ist mein lieber Ehemann. Er leitet das Master Dojo. Ich lasse dich doch nicht einfach so sterben. Ich meine. Hallöle, ich bin der Maastricht. Bei Pokémon-Kämpfen bin ich zäh wie eine Schuhsohle. Freut mich sehr, deine Bekampfschaft zu machen. Boah, schweres Wort. Hohoho. Schankedön, mich freut es auch. Hey, du bist auch ein Ulknudel, was? Das gefällt mir. Mein Mann erlaubt sich gerne mal einen Scherz, aber lass dich davon nicht täuschen. Wenn er ernst macht, ist mit ihm nicht zu spaßen. Also dann, Liebling, den Rest überlasse ich dir. Jawohl, ja. Ach, auf den nächsten Teil freue ich mich immer am meisten. Wir zwei legen jetzt nämlich ein kleines Kämpfchen aufs Paket. Ich muss schließlich herausfinden, wie du so auf dem Kasten hast. Was du so auf dem Kasten hast. Soweit, sag Bescheid. Okay, oh. Und irgendwelche Fragen zum Dojo hast, nerv ich untereinander mit. Okay, ich mag sie, auch wenn sie mich hasst. Genau wie der Weges.
Okay, wo? Ich gucke mich ja noch ein bisschen um, was mich zu tun. Pokémon heilen, Outfit ändern. Okay, cool. Wird hier so meine Basis oder was? Hey, damit müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Da muss ich nur noch den Knopf hier drücken. Klick. Oh. Oh, er ist stehen geblieben. Ihm scheint es an Strom zu fehlen. Da müssen wir wohl ein paar Watt her. Watt habe ich genug. Hm. Hast du mein, hat sich mein EP-Pin bisher schon als nützlich erwiesen? Eine aus Tüll zusammengebrachte Maschine, die wie ein Pokémon aussieht. Hat mein Roboter dein Interesse geweckt? Ja. Hehe. Du hast also das nötige technische Verständnis, um meine Erfindung schätzen zu können. Cameron, da sieht mit ziemlicher Sicherheit der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Ich nenne sie den Urgelmator. Der Urgelmator wird unsere Vorstellung des Recyclings revolutionieren. Es gibt da nur ein Problem, ist Entschuldigung. Es gibt da nur ein Problem. Ihm ist leider der Strom ausgegangen. Ich brauchte einfach nur genügend Watt, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Aber Mom will mir von ihrem Watt partout nichts abgeben. Ich habe, glaube ich, irgendwas mit 150.000 Watt oder so. Mach ruhig. 500 Watt ist alles, was ich brauche. Gott verdammt. Ja, kein Ding. Guck mal, ich hab echt 150.000. Was, du willst mir wirklich 500 Watt abgeben? 500 Watt zusammen müsste ich normalerweise ziemlich viel Zeit draußen verbringen. Echt? Ja, für dich, wie war auch gleich dein Name, Daniro? Für dich scheint das ja kein Problem darzustellen, wie? Ja. Dann wollen wir die Watt mal in den Urgelmator einspeisen. Volle Energie. Och. Urgel. Hey, perfekt. Wenn du 4 Items, die du nicht mehr brauchst, den Urgelmator gibst, erschafft er daraus ein neues Item. Du kannst zum Beispiel mit 4 Exemplaren der Aprikokos versuchen, die an den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt dabei ein tolles seltener Pokéball raus. Oh. Weil du so nett warst, ein Watt in meinen Urgelmator zu investieren, darfst du ihn sogar umsonst benutzen. Oh, ich habe auch keine Dinger, ne? Ich habe, glaube ich, pinke Aprikokos habe ich, glaube ich, irgendwie gefunden. Sind die hier? Ne, die waren hier, glaube ich, ne? Ja, ich habe nur eine. Ich brauche wahrscheinlich mehr. Ja, gut. Okay, dann weiß ich ja wenigstens, die findet man an den Bäumen. Meine Trophäen, alle. Hier, goldene Trophäen. Okay, dann kämpfen wir mal gegen den Typen. Außer du hast noch irgendwie was. Soll ich für 100 Watt ein Synthese-Rezept beibringen? Ja. Wenn du T für 50 synthesieren willst, brauchst du folgendes. Handvoll mäßig Minze. Alter. TP 50. Was ist das? Warum muss ich dafür so krass seltene Sachen für benutzen? Warte mal, habe ich bestimmt schon 20 Mal oder so, ne? Laubklinge, ich habe die 18 Mal. Gehen wir bloß weg. Oh ja, das habe ich schon herausgefunden. Na gut, dann kämpfen wir mal gegen den Typen. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, der benutzt Kampf-Pokémon. Also ist Kuro an erster Stelle vielleicht nicht so eine geile Idee. Gehen wir mit Big Tox mal ran. Und machen den fettig. Na, bist du bereit für unseren Kampf? Ja. Gut, dann kann es ja losgehen. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wir sind auf einmal mitten im Nichts. Dojo Meister Maastricht, fort dich heraus. Linfo, komm schon. Pack mal ein paar Stärke aus. Ich nehme an, man kann das DLC zu jedem Zeitpunkt halt spielen, ne? Jawohl, ja, dann zeig mal, was du so drauf hast. Das heißt, du könntest ja vielleicht schon direkt am Anfang des Spiels reingehen. Und, ich war noch mal Gangwechsel. Und auch die Initiative des Anwärters stark. Ah, brauch nicht, Boom. Oh, ehrlich. Okay, weiß jetzt, wo ich darüber nachdenke. Overdrive. Und die Gegner spucken schon. Okay, der macht ja gar nichts. Okay. Dann Gifty. Blablabla. Ich nehme an, man kann das Spiel starten, man kann direkt das DLC holen und hier reingehen. Ne? So funktionieren DLCs ja.
normalerweise. Meine Pokémon haben bestimmt unterlevelt, ne? Oh, du hast mich aber ganz schön in die Ecke getrieben. In die Enge, nicht in die Ecke. Shinox. Er ist aber kein Kampf-Pokémon. Er entwickelt sich auch nicht in den Kampf-Pokémon, glaube ich. Nächstes, was Big Tox nicht wegheben kann. Oh, ey. Das hat überlebt. Okay, ich bin ja auch nur 5 Level höher, aber ich laufe mit meinem B-Team mehr oder weniger rum. Meine anderen werden ein bisschen zu krass. Ich will ja nicht komplett durchrennen ohne Herausforderung. So. Kriege ich überhaupt mehr Erfahrungspunkte jetzt? Anscheinend, ne? So ist meine Erwartung übertroffen. Na gut. Oho, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Du hast einiges auf dem Kasten. Der Meister hat zwar nicht alles gegen, aber trotzdem kann ich es kaum fassen, dass der Neue gegen ihn gewonnen hat. Wer ist der bloß? Nein, Kampfstil erkennt man, wie viel Fürsorge du deinem Pokémon entgegenbringst. Es mag vielleicht sein, dass du nur versehentlich bei uns gelandet bist, aber solange du bereit bist, hart zu trainieren, bist du hier im Master Dojo stets willkommen. Trainiere fleißig an der Seite deiner Mitschüler. Hilf ihnen einander dabei, stärker zu werden. Okay, so. In dem Sinne, hier ist dein Dojo-Set. Du hältst das Dojo-Set. Oh, kann ich jetzt auch so Klamotten anziehen? Ha, geil. Sogar mit Frisur. In dieser Kleidung bist du jetzt offiziell ein Schüler des Master-Dojos. Hey, Neuling. Wenn du dich umziehen möchtest oder eine kurze Pause brauchst, kannst du das Zimmer dort drüben benutzen. Weil sie diese Klamotten, die du gerade erst angezogen hast, schon direkt aus dem Hals rausstehen. Ach, ist das nicht Dufte? Mit der Ankunft von den Nero haben wir endlich die maximale Schüleranzahl erreicht. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens oder zumindest des Trainings. Jeden von euch werden nämlich 3 Prüfungen gestellt. 3 Prüfungen? Ach, wir haben auf eine bestimmte Schüleranzahl gewartet? Wer alle 3 Prüfungen bestanden hat, erhält die Geheimrüstung des Dojos, der ein jeder Sieg sicher ist. Eine geheime Rüstung, die muss ich haben. Hey, das hört man gerne. Dann erkläre ich euch jetzt, was es mit der ersten Prüfung auf sich hat. Aber Meister, ich habe noch gar kein Dojo-Set bekommen. Es ist so unfair, dass er eins bekommen hat. Das macht mich echt traurig. Ach, da habe ich das tatsächlich vergessen. Hoppala, mein Fehler. Aber keine Sorge, ich habe noch ein Set für dich zuvor. Hehe, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Forelter Pfleg. Was? Wie? Was war das denn? Nein, es ist weg. Mein Dojo-Set ist weg. Mon. Pflegmon. Was für ein Tempo. Waren das eben etwa diese Pflegmon? Ich habe noch nie so flinke Pflegmon gesehen. Hey, gib mir sofort mein Dojo-Klamotten zurück. Pflegmon? Nein. Mann. Hier geblieben, ihr Diebe. Ups, da habe ich sie wohl etwas zu früh aus ihren Pokébällen gelassen. Hehehe. Meister, was war das eben? Lass mal lieber, war der Startschuss zum ersten Prüfung. Es geht darum, diese 3 fantastischen, flinken Pflegmon, die ich eigentlich trainiert habe, einzuholen und zu besiegen. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich sofort das Dojo-Set zurückholen. Was? Gut, alle Klarheiten beseitigt, dann macht euch mal auf die Socken. Pff. Na gut. Jetzt mal an, wie irgendwie Skyrim singen. Musst du deine vorherige Kleidung anziehen? Was war? Nein. Die fantastischen, flinken Pflegmon. Aber ich will noch so ein bisschen was ändern, so meine Klamotten in irgendwie so einen eigenen Flair geben irgendwie. Oh, man kann die einfach. Ich habe ein paar Sachen gekauft hier, die man jetzt kaufen kann. Ich möchte, wenn es geht, mein Teil, das ich vorher anhatte, irgendwie das aussieht darunter. Da, damit man wenigstens das Schwert noch darunter sehen kann. Ich finde ich nur eine passende Hose, ne? Ist ganz unten, okay.
Ja, okay. Frisur bleibt natürlich noch so, das ist ein bisschen doof, aber ja, so ein bisschen was abändern hier an den Klamotten, damit ich ein bisschen anders aussehe. Sag mal, ja, ich habe zum Beispiel jetzt eine andere Hose, ich habe eine weiße Hose. Okay, cool. Dann können wir ja anfangen. Wir müssen Phlegmon jagen, kein Ding. Ich kann mir vorstellen, dass du als Navi noch ein bisschen nervös bist, aber mach dir keinen Kopf. Hier ist alles total, wir sind alle total nett zueinander. Ja, außer jetzt die Nummer Sophora. Die hasst mich. Hi. Okay, da geht's lang. Alter. Ich war schon in dem Gebiet. Diese Pflanzen kommen irgendwie nicht bekannt vor. Egal, schnappen wir uns die Leute. Ich habe sogar eine neue Tasche bekommen, glaube ich. So, hi, wer bist du denn? Du hast aber ein cooles Fahrrad. Wenn du willst, kann ich die extra für dich ein bisschen anpassen. Okay, woher wusstest du, dass ich ein Fahrrad habe? Fahrrad ist meine große Leidenschaft. Wenn es um ihre Wartung geht, bin ich ein wahrer Profi. Soll ich dein Rad ein meiner selbst kreierten Designs verpassen? Ja. Ich sage, hättest du ihn gerne. Glitzerndes Weiß, gleißendes Schwarz. Okay. Im Moment bitte. Viel Spaß damit. Oh, cool. Ich habe ein shiny Fahrrad. Ich habe auch einen Helm auf, was? Oh, cool. Kann ich auch ein anderes Dingen? Ich finde eigentlich, das ist eigentlich schon gut genug. Sieht eigentlich gut aus, so. Cool. Alles klar. Was bist du? Dich habe ich schon. Weg. Das habe ich auch schon. So, ich will aber mit meinen Dojo-Klamotten jetzt rumlaufen. Da ist ein Dick da. Hi. Dick. Ich werde auf jeden Fall nach diesem Part mal zu Dings zurückgehen, zur irgendeine ich mal, wie anders sehen meine Klamotten. Ja, okay, du bist jetzt, das glaube ich, allgemein andere Klamotten. Ich bin vier Grad, meine Beine fühlen sich wie Wackelpudding an. Ich muss ein Fahrrad, damit könnte ich die fantastisch flinken Pokémon locker einholen. Pflegmon, nicht Pokémon. Oh, ich sehe die hinten schon. Da bist du, hey, du bist dieses Skorpion-Pokémon, ne? Und ein Morlord. Damit Jäger nicht dabei, deswegen ist das Fangen jetzt wahrscheinlich sowieso ein bisschen schwieriger. So, muss ich die Pflegmon fangen? Ja, ne? Hi. Sieger ist, um es ins Dojo zurückzuholen. Ich hoffe, das ist nicht zur Hälfte Psycho, weil sonst geht hier Probleme. Ja, ich versuche mal zu fangen. Er ist schneller als ich. Wart. Okay, danke. So nett von dir. Und das war perfekt. Den Meister darf ich nicht fangen. Nee, kannst du nicht fangen. Okay. Dann mache ich sie eben platt. Puh. Alles klar. Ins Gesicht. Flieg mal, wo du besiegt. Jetzt nicht so ein gigantischer Unterschied an den Erfahrungspunkten, aber ich nehme an, wir kriegen mehr. Nimmst du Forst Dojo? Ja, kann ich. Okay. Oh, riecht sogar nach ihr. Okay. Jetzt tut man nicht so unschuldig. Ich weiß ja, würde das auch machen an meiner Stelle. Okay. Okay, fokussieren wir uns mal auf die Pflegmons. Ich kann mal versuchen, hier so ein Pion Scorer. Ja, warte mal, die habe ich. Gibt's doch schon. Quatsch. Ja, wer war das? Vonera. Cool. Ja, gib mal her. Ich kann dich aber leider nicht angreifen, weil du nichts aushältst. Warte mal, ich habe Bank runter, glaube ich. Mach mal das.
mich schon dadurch nicht verrecken. Gerade so. Und dann brauche ich wenigstens keinen Schanera extra noch mal züchten und die Dinge zu holen. Ja, diese Räucher oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich glaube, ich müsste Räucher oder so benutzen für Schanera, ne? Muss schon wieder im Internet nachgucken. Und, lass einfach fangen. Wir müssen noch die, die Pflegmons einfangen, kaputt hauen. Wird auch noch hier in dem Part kriegen. Komplett kriegen. So, Vonera wurde gefangen übrigens. Ich frage mich, wie viel Erfahrungspunkt jetzt von Schaneras bekomme. Es imitiert Schanera und legt einen eiförmigen Stein in den Beutel in seinem Bauch. Dieser Stein ist sein größter Schatz. Sieht aber aus wie ein Ei. So, wo sind die anderen Pflegmons? Wir sind schon mal gratis, was? Das ist ein Klavion. Oh, da ist eins. So, komm gefälligst her. Oh Gott, da ist ein riesen Taurus auf einmal im Weg aufgetaucht. Bleibst du gefecht hier? War da gerade ein Dings? Hier ist Tintenfisch-Pokémon. Ich habe den Namen vergessen. Dabei habe ich sogar eins. Competitive. Ja, da kann ich dich auch fertig machen, ne? Blöde ist. So, damit müsste ich erledigen, oder? Burgard hat das auch nicht gebracht. Jawohl. Der ist schneller als Big Tox, ey. Gibt's doch nicht. Wahrscheinlich so gemacht, ne? Mon? Nimmst du sofort das Dojo Shirt und Dojo Shorts an dich. Oh, okay. Das ist Korallenblau Nummer 3. Nein. Wo ist das dritte Ding? Soll ich auch hier? Oh, ein Dings. Sein Name von Soror. Egal, das ist ein Flegmon. Das ist jetzt gerade wichtiger. Eine Pokepuppe. So, komm her. Nein. Na, warte. Mit voller Kraft voraus. Boom. Ich hab's einfach überfahren. Gut. Coole Musik. Overdrive. Sunlight to Yellow. Overdrive. Nein, du. Was? Der war doch schon stark. Okay. Gut. Haben wir alle. Cool. Pflegmon. Dojo Ancho und Dojo Beinbekleidung an dich. Jetzt meister mach ich und statt ihm Bericht. Ja, mache ich. Erstmal fangen wir dieses Zoro, was ich hier gerade gesehen habe. Hi, was geht? Das ist auch nicht schlecht hier. Wo bist du? Du warst gerade hier. Hier bist du. Boom. Und schon klappen mit Big Tox. Mal doch nebenbei ein paar Pokémon noch fangen, wenn wir die Story hier machen. So gefällt mir das. So. Noch einmal am besten. Und noch mal Wangenrubbler. Lass dich knuddeln, Keule. Nachtflut. Okay. Und rein in den Ball. Dülp. 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 Oh, echt? Na, ich plane nicht mal anzugreifen. Das ist also eine recht spezifische Attacke, ne? Begrenzer. Ob die irgendwann irgendwie mal zum Nutzen so?
Cool. Ein neues Pokémon gefangen. So, ich auch Competitive mal benutzt. Durch seine furchtsame Natur lehnt er es wohl, seine Gestalt zu ändern. Okay. Das ist ein bisschen sehr kurz zusammengefasste Biografie von diesem Pokémon. Hi, da war was. Ich glaube, ich tue mal offscreen hier so ein paar Bäume schütteln. Und so Aprikokos hier zu sammeln. Bist du ein Dummiese? Nee, muss jetzt nicht. Gut. Würde ich sagen, ich beende Part hier. Ich werde vor dem nächsten Part normalerweise nicht meine Frisur ändern. Wahrscheinlich. Vielleicht nochmal meine Klamotten ein bisschen anpassen. Gucken wir mal. Und ja, wie viele Pokémon haben wir jetzt? Ich glaube, zwei haben wir jetzt mehr, ne? 145 von 148, alles klar. Und ja, dann gehen wir zurück zum Dojo im nächsten Part. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.